und ist dann tot. So, jetzt können wir hier runterspringen, uns die Seele schnappen, das Baby erledigen. Seht ihr, wie viel Toxik das macht? Deswegen sind die ziemlich nervig, die Viecher. Was das Gemeine ist, die respawnen instant, wenn wir uns da unten im Wasser aufhalten. Deswegen gucken wir, dass wir hier alles krallen. Schauen uns die Skelette an, die hier beten. Latschen einfach durch sie durch, weil wir es können. Schnappen uns die weiße Scholle, die wir noch für unser Schwert brauchen. Schalten den letzten... Wow, wo kommst du denn her? Oh, ihr seid mir von oben nachgefolgt, hä? So. Kein Grund, gleich so schlecht gelaunt zu sein. So, schalten den letzten Feuer... das letzte Feuerrad aus. Den letzten Pinwheel. So. Rennen hier einmal kurz rum, holen uns da den Loot. Gucken, ob es hier noch irgendwo Loot gab. Und ja, man sieht schon, hinter uns respawnen überall diese Babyskelette. Die ich allerdings jetzt ignoriere. Die könnte man theoretisch auch zum Menschlichkeitsfarmen benutzen. Was ich allerdings nicht vorhab. Ich habe erstmal vor, mich... ja. Das hier sieht verdächtig aus. So eine Holzfassade, Barrikade. Ich will aber erstmal zurück zum Leuchtfeuer. So. Denn wie gesagt, wir haben eine weiße Scholle. Kurz den Dinger nochmal neu umrüsten und gleich Licht machen. Also erstmal wollen wir aufsteigen. Nochmal Zauberei. Dann haben wir jetzt endlich unseren dritten Slot. So. Wir könnten da sogar Zauberei einstimmen. Nämlich Auffrischung könnten wir da rein tun. Das ist keine so schlechte Idee. So. Und können die Waffe noch ein letztes Mal verstärken. So. Und ich höre wieder einen Hund hecheln. So, zurück zur Heilung. Und dann geht es wieder runter. Hier oben ignoriere ich einfach mal alle. Jetzt kann ich nämlich wirklich alles ignorieren und einfach dran vorbeilaufen. Sogar die Hunde hier. So, da kann ich mich sogar runterfallen lassen. Das dürfte mir gar nichts passieren, genau. Jetzt muss ich mich nur noch mal durch den Schlag-mich-tot-Parcours da kämpfen. Also durch die vier Bone Tower und die beiden Riesenskelette. Kristallechse lasse ich in Ruhe. Ich mag die Tierchen einfach zu sehr. Ich erkenne so eins als Haustier sogar. Ja, gebe ich offen zu. So, sondern kümmere mich um die Bone Tower. So, was machst du? Genau, du machst das da. Au. Naja, noch kein Grund, sich zu heilen. Einfach mal weitergehen. Und den einen One-Hitten. Genau. Au. Einmal ausschreien. Den zweiten töten. Oh, Loot einsacken, auch wenn wir ihn nicht mehr brauchen. So. Bogen wieder ausrüsten, den brauchen wir ab jetzt. Wow.
Wir haben leider keinen Koffer, den wir reinballern können. Dafür ballern wir irgendwo hin. So. Skelettturm, Knochenturm ausgeschalten. Oh, wir haben den zweiten angelockt. So. Weg mit dir. Weg mit dir. So. Alles ohne Probleme. Die Pinwheel-Klone noch mal zu töten. Das kann jetzt ein bisschen dauern. So. Du triffst mich nicht, Edge. Nee, ich habe Schützenposition nämlich. Aber du hast mich getroffen. Mieser Schuft. So. Dann den da. Der ist etwas weiter weg, deswegen treffen wir ihn nicht ganz so gut. Mit dem Hawkeye-Ring würden wir ihn vielleicht besser treffen, aber nein. Das lassen wir mal. Ah, du bist nicht tot. Und ich habe gerade hier Babys rumlatschen gehört. Aber nein, die sind nicht so weit hochgekommen, zum Glück. Ah, doch, sind sie. So, weg. Toxic brauche ich definitiv nicht. So. Weg mit dem letzten Feuerrad. Klon. Pinwheel-Klon. Wie auch immer. Nee, du wuselst da unten rum. Okay. So, du kannst ruhig da unten rumwuseln. Ist mir egal. Obwohl, du kommst ja zu mir hoch. Ne? Ja, Skelettbaby. So, weg mit dir. Und ja, die spawnen ziemlich schnell. Deswegen kann auch die Menschlichkeit mit ihnen despawnen. Deswegen eignen sie sich nicht ganz so wirklich so toll zum Menschlichkeitsfarmen. So. Wir stellen uns hier in die Ecke und hoffen, dass uns da keiner findet. Und ändern jetzt mal unsere Ausrüstung. Also Claymore wechseln. Dass eh irgendwie mehr Schaden macht. So. Dann brauchen wir. Dumm. Lila Moosklumpen mit Blume und normale lila Moosklumpen. So. Zur Sicherheit. Gut. Wechsel auf Auffrischung. Geh durch die Nebelwand durch. So. Hier liegen ein Haufen Leichentücher auf dem Boden. Und hier geht es runter. Und wer vor zig Folgen mal richtig aufgepasst hat, erinnert sich noch daran, dass ich erklärt habe, wo es hier unten hingeht. Zwischensequenz. Erinnert ihr euch an die beiden Särge? Da haben wir jemanden aufgeweckt. So, gleich mal einen Schluck trinken. Und hier abwarten. Genau, da kommen nämlich erst einmal seine Skelette. Wow. Und dem Schrei, au, der Schrei verheißt nichts Gutes.
Ich dachte, ich könnte ihm ausweichen. Konnte ich allerdings nicht. So. Hallo, ruft Lord Nito. Genau, der kann nämlich mit seinem Schwert Toxic machen. Und eine böse Nova. Und wir sollten aufpassen in der Arena. Da hinten warten nämlich noch Riesenskelette. Deswegen sollten wir schön hier im Anfangsgebiet bleiben. Au. Und auf sein Schwert aufpassen. So. Oh, er macht wieder die Nova. Weiter im Stein verstecken versuchen. Klappt nicht. Einfach zustechen. Wow. Gleich wieder die Nova. Ja, wenn er die Nova macht, ist es gut. Dann ist er kurzzeitig machtlos. Schutzlos. Und wir können ihn ordentlich eine verpassen. Oh, und wieder die Nova. Mit einem Stein verstecken können wir uns nicht. So. Okay, er macht das. Au. Und ich konnte nicht ausweichen. Ja, sein Schwertangriff ist übelst lahm. Aber wenn er uns mal treffen würde, würde er übelsten Schaden damit machen. Genau das hier nämlich. So, weiter auf dem Rumhacken. Man merkt, er ist schon fast down. Gleich haben wir ihn. Oh, er macht noch einmal seine Nova. Und wir haben ihn besiegt. Mit ihm die drei Skelette, die da hinten noch gelebt haben. Die drei Riesenskelette. Deswegen haben wir jetzt gerade 3000 Seelen bekommen. Und eine Fürstenseele. Sehr schön. Menschlichkeit. Und 60.000 Seelen. Jawohl. Wir haben unseren ersten großen Boss erledigt. Und die das Paladin-Set bekommen. Jo. Gut. Damit hat Lord Claymore seinen Dienst getan. Und wir haben neues Zeug bekommen, das ich euch gleich zeigen werde. Also erst einmal haben wir... hier haben wir nichts gekriegt, nein. Ja genau, die Fürstenseele. Seele des Grabes Fürsten Nito, der erste der Toten. Diese Fürstenseele wurde zu Beginn des Zeitalters des Feuers entdeckt. Grabesfürst Nito beherrscht den Tod aller Wesen und die Macht dieser Seele ist groß genug, um das Herrschergefäß zu sättigen. Obwohl schon ein großer Teil der Energie dem Tode geopfert wurde. Also ja, man hat gemerkt, Nito war nicht mehr der Jüngste. Und wir haben was sehr Wichtiges bekommen. Die Paladin-Rüstung. Die Rüstung von Levi, dem Paladin der Katakomben. Ja. Vor vielen, vielen Jahren erwuchs dem weißen Pfad sein erster Untoter, ein Paladin in goldener Rüstung. Mit dem legendären Schatz Grant zog Levi ins Götterland Lordwyn und begann so die erste untote Mission des weißen Pfades. Ja, das war diese Mission, die den Ritus des Entfachens oder das Ritual des Entfachens, wie man es auch immer nennt, Kunst des Entfachens zu bekommen. Oh, die habe ich euch eigentlich auch noch nie vorgelesen. Die Kunst, Menschlichkeit darzubieten, um Leuchtfeuer zu entfachen und zusätzliches Estus aufzusammeln. Entfachen war ein heiliger Ritus der Kleriker, doch Untote können den Vorgang nachahmen, so wie sie ihre Aushöhlung mittels Menschlichkeit umkehren können.
Wie seltsam, dass Menschen ihre Menschlichkeit erst als Untote zu schätzen wissen. Ja, also das ist der Ritus, den Pinwheel dem weißen Pfad geklaut hat und den der weiße Pfad zurückhaben wollte. Deswegen die Untoten-Mission.